Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossy Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Monat, im November, erscheint die Glossy Box im ganz klassischen Design, das heißt in diesem wunderschönen Schweinchen rosa. Es gibt manchmal auch Sondereditionen, ne? Mal gucken, ob wir vielleicht im Dezember auch wieder eine haben. Ich denke aber mal, dann ist die nämlich ein bisschen hübscher gestaltet, ist aber immer im gleichen Format, das heißt die Größe der Box ist immer gleich. Wir haben hier 5 Beauty-Produkte drin, wovon immer so ja, 2 in allen Boxen identisch sind und die anderen 3 sind dann immer so unterschiedlich, ne? Da ist aber auch ein Heftchen drin, da können wir nachher mal reinschauen, was es so als Alternative gegeben hätte. Und ja, ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank an das liebe Glossybox-Team an dieser Stelle. Parallel habe ich aber auch noch mein Abo weiter am Laufen. Das heißt, die Box, die in meinem Abo kommt, verlose ich dann immer. Also, ne, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Das heißt, die Box, die ich dir jetzt vorstelle, könnte gegebenenfalls in dem ein oder anderen Aspekt von dem, was quasi der Gewinn ist, abweichen. Aber ist nicht schlimm. Die kostet ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Je nachdem, welche Abo-Variante man so wählt. Ich habe die im Jahresabo und jo, ne? Labara, barbara, pam, pam. Wir haben den Deckel entfernt und hier sind ganz viele Glossybox-Logos drin. Finde ich immer ganz hübsch. Und hier haben wir dann immer, wie das Ganze dann bei einem so eintrifft. Man hat hier immer den ersten Blick direkt auf das Magazin, was hier so unter dem Schleifchen geschoben ist. Und hier können wir dann auch direkt das Motto entdecken. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt mal. Beauty Desires Edition. Oh, Beauty-Wünsche, Schönheitswünsche. Dufttechnisch verrät sich die Box noch nicht, ne? Da weiß ich noch nicht, was sich hier drin verbergen wird. Und dann ist hier so ein Editorial. Das lese ich mal mit euch zusammen durch. Ich habe meine Brille leider wieder. Ich bin so schlecht vorbereitet. Ich lasse die immer an meinem Laptop nämlich liegen, wo ich meine Videos schneide. Und dann sitze ich immer hier wie so ein halber Maulwurf. Aber wir kriegen das hin. Das heißt, wenn ich mich verhaspel, nehmt es mir bitte nicht übel. Traumhaft soft durch den November mit deiner Beauty Desires Edition. Verwandle den rauen November in einen seidig-soften Monat voller Quality Time mit deinen liebsten Ladies. Die Produkt-Must-Haves unserer Beauty Desires Edition begleiten dich dabei. Denn in diesem Monat legen wir unser Augenmerk auf die elegant schöne Seite in uns. Freu dich auf softe, seidenähnliche Texturen, die deine Haut liebkosen und dekorativen Must-Haves, die dein inneres Strahlen mit einem unwiderstehlichen Glow von außen unterstreichen. Apropos soft und seidig. So wird dein Teint dank des Oje, Oje. Da sind natürlich jetzt hier so ein paar Spoiler, die überspringen wir jetzt einfach mal. Wir freuen uns auf deine sinnlich soften Looks. Ist das sinnlich soft, was ich drauf habe? Ich habe gerade eine Lidschattenpalette ausprobiert. Die habe ich nämlich von dem lieben René zugeschickt bekommen. Also danke René. Es müsste theoretisch jetzt gerade, also ich glaube morgen stelle ich das Video online, ne, am 12. November. Da müsste jetzt auch gerade so eine kleine Verlosung starten oder sie kommt noch im Laufe des Tages. Genau, denn ich darf was, ich habe einen Code, ich habe eine Verlosungsmöglichkeit und so weiter. Ich habe jetzt hier nämlich die neue Palette, die Gossip Glam von Sunny Cosmetics bei René auf den Augen. Ne, das wollte ich nur mal gezeigt haben. So kann ich euch auch verlinken, wenn ihr möchtet. Also wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei, falls ihr möchtet. Und falls möglich, setze ich euch einfach mal den Rabatt auch mal hier in die Infobox mit rein und so. Ne? Aber Verlosung ist halt auf Insta. Sorry, Leute. Falls ihr mir dort folgen möchtet, macht das sehr gerne. AI Duike P, Claudia rückwärts und ein P dahinter ist mein Insta-Name. Mein Freund hat mir eben noch, also eben ist gut, der sagt mir das ständig, aber eben nochmal gesagt, dass das ein ziemlich beschissener Instagram-Name ist, weil man sich den einfach null merken kann. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das passt doch zu mir. Ich bin halt ein bisschen anders, ne? Egal. So viel dazu. Herzlich willkommen in meinem Liebesleben. Übrigens, am 17.11. bin ich mit meinem Freund, also nächste Woche, 16 Jahre zusammen. Also November ist für uns nie grau, sondern immer nur rosa-rot. So, ich bin ein bisschen abgeschweift hier. Teile diese mit uns, genau wie dein Unboxing der November-Box auf Instagram unter dem Hashtag glossybox-de. Fühl dich wunderschön und sexy und mach dich mit deinen Ladies für die ersten Feierlichkeiten in Vorfreude auf die wohl schönste Zeit des Jahres bereit. Denn genauso verleihst du dem rauen November-Alltag ganz easy einen sanft unterhaltsamen Beauty-Touch. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Na guck, finde ich ganz freundlich. Und hier auf der letzten Seite ist immer auch so dieser Teaser für nächsten Monat. Und hier sehen wir auch, die Dezember-Box wird auch eine Special Edition sein. Das finde ich super. Das ist die Moonlight
Glow Edition besinnlich und gemütlich läutet der Dezember das Ende eines unvergesslichen Jahres ein. Voller Dankbarkeit denken wir an all die schönen Erlebnisse zurück. Und während der Zauber der bevorstehenden Feiertage immer näher rückt, freuen wir uns auf die sorgfältig ausgewählten Produkte der Moonlight Glow Edition. Surprise, surprise! Sie ist zum ersten Mal in der Glossybox-Geschichte eine wunderhübsche Dose geworden. Schön! Die von blasskühlen Wintertönen inspirierte Box könnte nicht passender für diese Zeit sein. Ja, ich habe da Haare. Zumal du hier deine selbstgebackenen Plätzchen aufbewahren und diese sogar weihnachtlich verpackt verschenken kannst. Geil! Aber zuerst geht es ans Unboxing. Die Beauty-Dose liefert dir echte Produkt-Highlights mit einem Touch coolen winterlichen Glamours, der sich hauchdünn wie eine zarte Schneedecke über deine Beauty-Routine legt. Mensch! Also Leute, denkt dran, falls ihr Bock drauf habt, die Box zu bekommen, nehmt sehr gerne meinen Code. Ich find's cool. So, meine Güte, ich filme jetzt schon. 6 Minuten bin ich jetzt gerade. Ich sollte mal die Box öffnen, ne? Ist ja auch der Sinn und Zweck von so einem Unboxing. Jetzt mache ich erstmal dieses Schleifchen auf. Ich habe hier Beauty-Stamps vor allem, ne? So Timestamps. Da könnt ihr weiterhüpfen. Und wenn ihr euch hart spoilern lassen wollt und euch mein Gesabbel eher auf den Sack geht, guckt in der Infobox vorbei. Da sind die Produkte nämlich eh aufgeführt. Also, damals, da ging das noch mit dem Klebi ganz entspannt aufmachen. Aber in letzter Zeit, Leute, ich glaube, ich bin zu rabiat geworden. Hier habe ich auf jeden Fall den ersten Blick in die Box. Und dann schauen wir mal, was sich hier für Produkte so drin bewegen, vor allem verbergen. Fix and Rouge Satin Soft Blurring Primer and Finishing Fix Ultra Prime. Der kommt in meinen Fullface Beauty Boxen mit rein und das war ein Reim. Den habe ich aber tatsächlich auch schon da. Also, ne, da muss ich gar nicht den für mich so behalten, sondern ich habe ihn schon. Das heißt, der wird dann demnächst auch sowieso dann mal in eine Verlosung reinwandern, denn davon mache ich hier auf diesem Kanal hier einige. Und ja, aber ein ganz schönes Produkt, wenn man halt Bock drauf hat, so eine Weichzeichner-Geschichte auf dem Gesicht zu bekommen, wie es halt draufsteht, Satin Soft, ne? Ich habe eigentlich nicht so das Problem, dass ich irgendwie ein Blurring bräuchte. Also ich habe keine vergrößerten Poren oder so. Aber ich merke, dass wenn, also ich bin ja auch 32 Jahre alt, Leute, wir müssen auch mal hier die Kirche im Dorf lassen. Natürlich habe ich auch schon ein paar Fältchen, ein paar mehr Fältchen. Und da kommt sowas auch gar nicht mal so verkehrt, ne? Das macht einen schönen Filter. Mag ich gerne leiden, doch. Also von daher, schön, dass es mit drin ist. Wie gesagt, kommt als Fullface Beauty Boxen, falls du das nicht kennen solltest. Sobald ich alle Boxen des Monats zusammen bei mir zu Hause habe, werden alle Produkte zusammengenommen. Und dann mache ich da einen Schminki draus. Das heißt, ja, ich verwende die ganzen Produkte und zeige euch einfach mal, wie die so in Kombination funktionieren. Gestern habe ich noch das für Oktober geschnitten und Leute, es war ein Desaster. Seid gespannt. Okay, auch sowas kommt gerne in meinen Fullface-Beauty-Boxen, aber eben, ich habe sehr, sehr viele Parfums offen, deswegen werde ich das hier wahrscheinlich eher in den Miniaturen-Parfum-Adventskalender geben, den ich noch erstelle und den ich auch noch verlosen werde. Also wahrscheinlich nächstes Wochenende werde ich meine 20.000 Abonnenten-Verlosung auch endlich mal machen und dann müssen wir alle ganz schnell sein mit der Auslosung, Leute. Okay, Commodity Paper ist das nämlich, Scent Space Personal for Me and the Few I Allow Close. 5 Milliliter sind hier drin. Also quasi ein ganz persönlicher Duft, den man nur selber riechen kann. Oder diejenigen, die man halt ganz nah an sich ranlässt, was ich ganz interessant von der Beschreibung halt her finde. Allein deswegen finde ich den eigentlich schon wieder sehr interessant. Hier ist ein QR-Code, den man scannen könnte. Scent Space Personal. Das finde ich jetzt gerade mal, das catcht mich gerade, Leute. Das wird behalten. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Huch! Das ist so ein Stick. Was ist das denn? Nee, das ist ein Sprayer, aber der ist ein bisschen ausgelaufen hier, ne? Dann mache ich einfach so. Soll man nicht machen. Ich mache das immer. Warum ist das ein persönlicher Duft? Macht man das jetzt so, wenn das... Eine sehr alternative Methode, um sich Parfum aufzutragen. Hier ist was im Deckel. Na toll. Das hätte ich mir auch denken können. Ich mache es jetzt ganz auf die Hand. Was soll der Falschgeiz? Ich mache so Parfum auch immer gerne. Soll man nicht machen, ne? Weil das die Haare austrocknet mit Alkohol und so. Aber ich mache mir das immer gerne in die Haare. Eigentlich gibt es dafür extra Haarparfum. Sammy interessiert das nicht. Die Bohne, er pennt da hinten vor sich hin. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wonach das riecht. Das hat was von Moschus mit dabei. Schade, dass das ausgelaufen ist. Aber auch so ein bisschen Zitrisches. Ich weiß jetzt noch nicht, wo das Personal sein soll. Weiß ich nicht. Es kommt auch nochmal auf jeden Fall in das Fullface Beauty Boxen mit rein. Ja, erstmal hier schön den Tisch sauber machen.
Und da werde ich das dann nochmal auftragen, aber irgendwie... In dem Beauty-Heftchen steht ja auch immer was drin, weil jetzt, wenn ich an meiner Hand rieche, rieche ich einfach nichts. Gar nichts. Also, hätte man das vielleicht sprühen müssen? Komm, wir gehen jetzt aufs Ganze. Ich bin gerade zu doof, um ein Parfüm zu verwenden. Leute, normalerweise ist das hier ziemlich strukturiert, aber ne, irgendwie heute eher nicht so. Wow. Okay, da kommt jetzt auch ein bisschen mehr Produkt raus, ne? Wahrscheinlich kann man da ein bisschen mehr riechen. Nee. Hä, was ist das? Ich verstehe das nicht. Also normalerweise hast du beim Parfum ja richtig, dass dieser Duft auch immer kommt. Übrigens, sowohl der Primer als auch das Parfum sind Produkte, die jeder in der Box mit drin hat. Weniger ist manchmal mehr, das verkörpert auch dieses Parfum. Sieht meine Nase scheinbar nicht so. Dank seiner einzigartigen holzigen Noten kombiniert mit Nuancen von ätherischem Moschus, das habe ich gerochen, und süßem Bernstein. Bernstein ist ein Stein, wonach soll der riechen? Umhüllt es dich mit einem leichten, angenehmen und nicht aufdringlichen Duft, der auf deiner Haut lebendig wird. 2 bis 3 Pumpstöße, hatte ich jetzt ein bisschen mehr genommen, auf die Pulsstellen, also auf Hals und Arme sprühen, kurz einwirken lassen, nicht verreiben. Ja, das mit dem Verreiben haben wir jetzt auch wieder verpeilt, ne? Ich warte. Ich warte, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Also Moschus, ja, rieche ich tatsächlich so ein bisschen, aber ansonsten, ich weiß nicht. Was der Bernstein? Bernstein? Egal. Ich hätte nicht gedacht, dass Bernstein nach irgendwas riecht. Für mich sowas, was man so in Ketten und so drin hat. Das riecht nach nichts. Lab System, Kalahari Melone. Mhm. Volumen-Shampoo, Volumen- und Haarstärkung mit Biotin, Koffein und Essenzen der Kalahari-Melone. Oh, das hört sich nach was Tolle, Mann. Für feines, kraftloses Haar, das gibt's wohl in Müller zu kaufen. 250 ml habe ich hier drin. Nö, das würde mich doch schon mal ziemlich ansprechend, ne? So eine Full-Size von einem geilen... Oh, guck mal, kannst du so öffnen. Da haben sie mich direkt wieder mit, ne? Aber um richtig zu riechen, mache ich so. Boah, Melone. Und ist Kalahari nicht eine Wüste? Wachsen Melonen in der Wüste? Heute verwirrt mich irgendwie ganz schön viel, Leute. Was ist das für eine verrückte Box? Es riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Also man hat diesen leichten Melonenduft tatsächlich mit dabei. Koffein rieche ich jetzt nicht, aber hier steht ja auch nicht Kaffee, sondern Koffein drauf. Und Koffein kannst du nicht wirklich riechen, glaube ich. Biotin kannst du auch nicht wirklich riechen. Und ja, ein bisschen Melone. Und halt nach frisch gewaschenen Haaren. Also ich finde es sehr ansprechend. Es wird auch behalten und verwendet. Dann haben wir hier was drin, was ich auch ganz toll finde. Das wird auch verwendet. Ja. Wir mögen es nicht, wenn wir das in Beautyboxen drin haben, eigentlich. Und wir mögen es eigentlich auch nicht, wenn wir das in Adventskalendern drin haben. Aber ich muss gestehen, dass ich diese Teile halt ausschließlich verwende. Invisibubbles, ne? Habe ich hier auch schon wieder eins auf dem Tisch liegen. Und ich mache das immer so, dass wenn die halt so ausleiern, gebe ich dir immer in heißes Wasser, kaltes Wasser. Also da habe ich dann quasi 2 Tassen stehen. Und dann kann ich... mit so einer Riesenpinzette, die mein Freund mal irgendwann für sein Aquarium verwendet hat, ist immer so, ne, von A nach B oder mit einem Löffel oder so, was mir halt so in die Hände fällt, dann ziehen die sich nämlich wieder zusammen. Das kann man aber nur eine begrenzte Anzahl von Malen machen. Irgendwann sind diese Moleküle oder was auch immer in diesen einzelnen Viechern halt kaputt und dann ziehen die sich halt nicht mehr zusammen. Dann sind sie ausgeleiert und dann kommen sie weg. Aber Invisibubbles reißen nicht bei mir. Und ich habe ja echt lange Haare. Ich hatte auch mal überlegt, sie abzuschneiden. Nee. Ich tue es nicht mehr. Ich will es nicht. Ich wollte einen Longbob. Ich will keinen Longbob mehr. Ich mag meine Haare. Bin da jetzt voll mit zufrieden. Auf jeden Fall haben wir hier Invisibubbles drin. Gut, dass ich drüber gesprochen habe. So ein Dreiervieh. Die kosten vielleicht 4,95 oder so, ne? Aber ich finde die toll. Und ja, es ist auch mal wieder eine Premiere. Ich habe meine Nägel nicht gemacht. Ich habe einfach nur dieses Microcell-Gedönsen drüber gegeben. Sie sehen auch nicht so besonders aus. Morgen werden die wieder lackiert, aber ne? Ich schweife heute. Dieses Unboxing wird echt länger als jedes andere bislang. Finde ich gut, dass es mit drin ist. Wir müssen jetzt mal ein bisschen hier zurande kommen. So, auch wieder was in mein Full Face Beauty Box mit reinkommt. Da muss ich aber gucken, ob ich den schon habe. Von Ila Maska Liquid Eyeliner 1,2 ml haben wir hier drin enthalten. Ich mag gerne Eyeliner, verwende ich eigentlich auch jeden Tag. Und immer, wenn ich mich schminke, am liebsten mag ich Filz Eyeliner oder halt solche wie den Kat Von D Tattoo Liner, die halt so eine Pinselspitze haben. Also, ne? Und das hier scheint einer zu sein, der, ja, so ein Filzer. Ein Filzer ist das, genau. Hat man damals gesagt, ne? Zu Filzstiften. Also wir damals in der Schule. Und ich gucke mal, ob ich den schon habe. Ansonsten kommt halt genau dieser hier mit in meinen Full Face Beauty Boxen. Ila Maska ist eine Marke, die PETA approved ist, vegan und so weiter und so fort. Finde ich super. Mag ich gerne leiden.
zack, zack, wir müssen jetzt so rankommen. Was soll das denn? Fullface Beauty Boxen, kommt auf jeden Fall mit. Dann habe ich hier Masken drin. Und zwar von Shelms Aktivkohle Crememaske. Sanfte Reinigung reduziert Hautfett, wirkt antibakteriell und ist gegen Unreinheiten. Mit Aktivkohle Zink, Detox Komplex für alle Hauttypen. Und das ist ein Zweier-Sachet. Das finde ich immer ganz praktisch, verwende ich gerne in der Erdbeerwoche. Oder, ich weiß nicht, was zurzeit los ist. Meine Haut ist hier so ein bisschen am mal wieder Pickel kriegen. Ja, ich glaube, ich habe einfach zu viel genascht in letzter Zeit. Ich habe mir das... Also, wir schweifen. Komm, heute schweifen wir viel ab. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, dass ich dann mir auch abends in Anführungsstrichen frei nehme. Denn seitdem ich halt entschieden habe, diese Selbstständigkeit hier ja auch so wirklich, ne, mindestens bis Jahresende durchzuziehen, versuche ich mir auch Arbeitszeiten einzurichten. Sonst habe ich das gemacht, dass ich halt immer bis abends spät auch am Laptop saß und noch Videos geschnitten und bearbeitet habe und so weiter oder hier halt gedreht habe. Gut, wir haben es jetzt auch schon wieder 7 Uhr abends, aber dafür habe ich halt über Tag heute getrödelt, ne? Auf jeden Fall. Komm auf den Punkt, Claudinchen. Immer wenn ich dann auf der Couch liege zusammen mit meinem Freund und mir dann irgendwelche Serien auf Amazon Prime angucke oder irgendwelche Filme im Fernsehen oder sonst irgendwas, nasche ich. Und ich nasche extrem viel. Wenn ich anfange zu naschen, Leute, da habe ich so eine Tüte von diesen Pindas. Das sind die günstigen M&Ms, die gibt es glaube ich im Aldi. Finde ich hammergeil. Ruckzuck leer, inklusive einer kleinen, also ein kleines gut, einer Dritteltüte Chips, würde ich sagen. Also, ne, und das esse ich dann immer so im Wechsel und ich liebe es. So, das habe ich jetzt die letzten Tage häufig gemacht. Entsprechend viel von diesen Pindas und Chips habe ich gegessen. Ja, deswegen ist meine Haut, wie sie ist, ne. Deswegen kann ich das sehr gut gebrauchen. Mann, ey, wieso labert die so viel? So, Aloe Vera Maske von Shelms mit Soforteffekt erhöht die Hautfeuchtigkeit, belebt und regeneriert mit Sanddorn, Shea Butter, Panthenol für alle Hauttypen. Auch das sind Zweier-Sachet, auch das kann ich hammergut gebrauchen, weil ich halt trockene Haut habe und jetzt ist Winter und dann kannst du Feuchtigkeit gebrauchen. So, Claudinchen, es tut mir so leid. Oh Mann, hier ist noch eine Karte drin. Achso, guck mal, Invisibobble haben die reingepackt, weil irgendwas anderes nicht drin war. Lieber Glossy, mit diesem Flyer gibt es ein kleines Produktupdate zu unserem November-Magazin, das du ebenfalls in deiner Beauty Designs Edition vorfindest. Leider kam es im Zusammenhang mit Covid-19 zu Lieferschwierigkeiten eines Produktes unserer Oktoberbox, für das wir schnell einen Ersatz finden mussten. Ja, und da haben die ausgetauscht und deswegen haben wir letztes Mal zum Beispiel die Mascara auch bekommen von Catrice, da war was, ne? Die habe ich auch in meinen Fullface Beauty Boxen verwendet, genau. Dies betraf schließlich 2 November-Produkte, genau, da kamen, manche haben die 11-Palette bekommen und manche haben dann die Catrice Mascara gekriegt. Weshalb du leider in diesem Monat nicht wie ursprünglich geplant die Lash Changer Volume Mascara Waterproof und die Catrice und den Bite Size Eyeshadow in Berry Bed von Elf Cosmetics in deiner Box vorfinden wirst. Okay, freu dich stattdessen auf den Invisibobble Fee, ram pam pam, viel Spaß, hau rein, Krokette, und dann hast du hier nochmal das Bildchen, was dann nachgereicht wurde. Ist ja freundlich, ne? Finde ich gut, dass sie das halt einfach machen, dass man Bescheid weiß. Ja, dann würde ich sagen, studieren hier gar nicht mal allzu sehr durch. Also was jeder hat, ist auf jeden Fall der Primer, dann das Parfum und diesen Eyeliner, weil dann hast du halt diese, ne, dann sind die mal so einzeln auf diesen Seiten. Es hat hier auch noch so von Schwarzkopf, Bonacure, Shampoo, Spülung und hast du nicht gesehen gegeben. Ja, diese Lash Changer Mascara oder Elf. Diese Lidschattenpalette, BB strahlend erfrischende Reinigungstücher, Elisabeth Arden, diese Kapseln hätte es gegeben. Langhaarmädchen, Haarkur, Orinique, sagt mir gar nichts, ein Schaumbad, Alverde, Gesichtsfluid oder eine Augencreme, Grace and Stella Rosewater, das ist auch ein ganz cooles Spray, dann mein Shampoo, was ich gekriegt habe, Soft Eyeshadow Base von Belle Hypoallergenic, die habe ich tatsächlich auch schon da, ein Deo von Nivea, Black and White, ja. Also ich finde, so mit den Produkten, die ich hier drin habe, bin ich zufrieden. Ich finde es auch okay, dass wir hier diese, ne, Invisibobbles drin haben. Komme ich auf jeden Fall mit klar. Werttechnisch liegen wir ganz gut, aber jetzt halt nicht so riesig weit oben. Manchmal hauen die auch mega die Produkte rein, wobei dieses Fix and Rouge hat einen hohen Wert. Ja, ihr habt es ja schon gesehen. Ich bin jetzt mal neugierig, ne? Ja, 44,50. Mhm, läuft. Also das wird schon krass vom Wert mal wieder her sein. Liegen wir da bei 100 Euro? Bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Nee, oder? Nee. Ich würde sagen, wir liegen unter 100 Euro. Mal gucken. Ja, also das war jetzt hier auf jeden Fall die November-Box und es tut mir echt leid, dass ich hier irgendwie so ein bisschen Laberababer gekriegt habe. Egal, ihr Lieben. Denkt auf jeden Fall dran, eine Box gibt zu gewinnen und ja,
Ja, Information, Infobox, ergibt Sinn. Kommentare könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Gerne einen lieben Kommentar. Liebe Kommentare finde ich immer freundlich und da freue ich mich auch immer drüber. Und die scrolle ich immer durch. Wenn ich abends im Bett liege, dann lese ich mir nämlich immer die Kommentare von den Videos des Tages so durch. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Ich höre jetzt mal auf. Nein, ich muss noch zwei andere Boxen abfilmen. Das wird hardcore. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!